In diesem Video erkläre ich dir, was die Grenzpreisabsatzfunktion ist, wie du diese ermittelst und wie du sie ganz einfach verstehst. Moin Moin zusammen, du befasst dich gerade mit der Grenzpreisabsatzfunktion. Und dieses Grenz, das bringt die meisten ein bisschen durcheinander. Grundsätzlich basiert das Ganze auf der Preisabsatzfunktion. Und doof gesagt, musst du einfach nur, wenn du die Preisfunktion gegeben hast, diese ableiten, differenzieren. Das bedeutet, ich mache P' von x ist gleich, und da brauche ich jetzt die Basics, Ableitungsregeln. Minus 2x abgeleitet ergibt minus 2. Und 70 abgeleitet ergibt nichts, 0. Und dann hast du schon die Grenzpreisabsatzfunktion. Wie du nun die Preisabsatzfunktion, oder auch Preisfunktion genannt, ermittelst, Video unten in der Beschreibung sehr ausführlich anhand von Beispielen. Einfach reinziehen, wird geil. Okay. Und nun fragst du dich natürlich, okay, Andi, was sagt denn jetzt dieser Grenzpreis? Dieser Grenzpreis kannst du dir wirklich wie so eine Grenze am Ende vorstellen, wie so von der Klippe stehend. Und was passiert für jedes weitere Teil, für jeden weiteren Schritt, den ich gehe, was passiert dann? Und hier sagt es im Endeffekt, dass ich meinen Preis für jeden weiteren Schritt, für jede weitere Menge, die ich kaufe, weil x repräsentiert meine Menge, dass sich der Preis um 2 Euro verringert, weil es ja minus 2 ist. Würde da 2 stehen, würde es ja teurer werden, plus 2 Euro. Aber bedeutet jetzt im Endeffekt, wenn wir jetzt einfach mal annehmen, hey, ich kaufe jetzt ein Produkt, also das P von x, ne? Ich arbeite mit der Preisabsatzfunktion, setze ich ein, minus 2 mal 1 plus 70. Was kommt also raus als Preis für mich jetzt? 68 Euro. Ich kaufe eine Lampe, ich kaufe eine, 70 Euro ist der Startpreis und dann sagt er, hey, für jede weitere Lampe, die du mir abkaufst, kriegst du 2 Euro Rabatt. Ich kaufe aber nur eine, darum 68 Euro. Und nun kann ich einfach sagen, alles klar, was ist, wenn ich einen Schritt weiter gehe? Wenn ich einen Schritt weiter, 1 plus 1 ist 2, was passiert dann? Nein, dann setze ich wieder theoretisch ein, minus 2 mal 2 plus 70. Also kommt hier raus, minus 4 plus 70, also kommt da wiederum raus, 66 Euro. Und das repräsentiert das Ganze. Also jetzt merkst du auch, was diese Grenzpreisfunktion dir bringt, oder der Grenzpreis ist, ist alles, was einen Schritt weiter, eine Menge weiter passiert. Nun kann ich auch direkt schon sagen, ohne das einzusetzen, der Grenzpreis ist minus 2, was, wenn ich eine 3 nehme? Naja, dann sind es in dem Fall P von 3. Ich setze ja nicht mal ein, ich weiß ja minus 2, aha, das minus 2 gerechnet ist 64. Und dann ist das der Preis. Kurz und knackig, was ist zu beachten? Grenzpreisabsatzfunktion oder Grenzpreisfunktion, wie du nennst, ist mir doch egal, kriege ich, indem ich die Preisfunktion, die ich schon mal aufgestellt habe, einfach doof nach meinen Basics ableite. Und dann sagt die mir im Endeffekt nur aus, was passiert, wenn wir eine Menge oder einen Schritt weitergehen. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.